Jeden Tag, den ich haben darf als Trainer, den versuche ich so leidenschaftlich wie möglich auszufüllen. FCN war in dieser Zeit eine Riesenfamilie. Die Saison war trotzdem 23 Punkte, die Chancen waren da. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich einfach beim Eishockey geblieben bin. Es war immer meine größte Leidenschaft. Der Dieter und der Günther, wenn man die zwei Namen hört beim ersten FC Nürnberg, kann man sich erstmal noch nicht so was richtig Großes hinter vorstellen, aber dass das die prägenden Gesichter mit dieses Vereins in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren waren, ja, ihr werdet gleich weiter Bescheid wissen, weil die Auflösung der Chico und die Nuss klingt doch schon aus Nürnberger Sicht völlig anders und ich freue mich, zu unserem CEF Inside diese beiden Granaten hier an meiner Seite am Tisch begrüßen zu dürfen. Der Chico, als Betreuer des ersten FC Nürnberg, was hat der alles mitgemacht? Von halbseitiger Gesichtslähmung bis hin zum Rippenbruch und gab es noch andere Verletzungen als Betreuer des ersten FC Nürnberg? Ja, ein paar Reischler hat es ja auch gegeben, wo ich am nächsten noch Kopfweh gehabt habe. Aber im Großen und Ganzen, na ja gut, das war immer mal was drin. Wo es mir mal am Torpfosten hin, da habe ich halt Wett verloren gehabt, dann haben sie auf mich geschossen. Und da habe ich den einen oder anderen auf den einen oder anderen Ball auf den Kopf gekriegt, aber es ist dann schon wieder gegangen. Ansonsten bin ich eigentlich verschont geblieben von Verletzungen. Nichts. Auf der anderen Seite, Dieter Nüssing, es ist knapp 50 Jahre her, dass du als Koblenzer Bursch auf einmal den Weg hierher an den Pfalzner Weiher gefunden hast. Und der Papa hat damals ein bisschen was mit dazu beigetragen. Ja, muss ich so sagen, mein Vater war ein glühender Anhänger vom 1. FC Nürnberg, auch dank durch den Max Morlock, durch die WM 54. Und ich hätte damals können auch in die Nähe gehen, nach Köln. Aber er hat dann darauf bestanden, dass ich nach Nürnberg gehe. Und ich wollte halt die Chance irgendwie wahrnehmen, mal Fußballprofi zu werden. Und habe dann auf meinen Vater gehört und habe es bis heute auch nicht bereut. Du kommst in die Meistermannschaft und dann findest du am Ende der Saison einen Absteiger vor. Auch nicht schön. Na, das war ein Scheißdreck, muss ich ehrlich sagen. Hab leider dann auch mit dazu beigetragen. Aber ich glaube, ich war 18 Jahre. Wurde halt aufgestellt. Ich konnte halt den Franz Bunks nicht ersetzen. Der Erich Speer auch nicht. Wir waren zwei Junge zu der damaligen Zeiten. Und, des Weiteren wurde auch noch der Gustl Starek und auch der Charlie Feschel mit dem Franz Bunks dann nach Berlin und der Starek nach Bayern München. Und das waren halt Verluste, die Mannschaft und der Verein auch nicht auffangen konnte. Und du trotzdem, obwohl die Mannschaft abgestiegen ist, hast gesagt, okay, ich bleibe. Ja, dank meines Vaters. Damals war man ja noch mit 21 Jahren volljährig und der hatte mit mir einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich hätte können nach dem Abstieg auch nach Mönchengladbach zu 9 Bundesliga-Angebote, aber mein Vater hat gesagt, jetzt bist du mit denen abgestiegen, jetzt steigst du mit denen auch wieder auf. Und dadurch bin ich auch in Nürnberg hängen geblieben. Das mit dem Aufstieg? Weil das so lange gedauert hat, bis wir wieder aufgestiegen sind. Da war es ja fast wie bei mir. Ja. Zu mir haben sie gesagt, du hast einen toten Vogel in der Tasche. Bin nämlich 93 auch gleich abgestiegen in Dortmund. Ja, Chico, die Zeit damals, wo der Nuss aktiv war, wie hast du die damals mitverfolgt? Ja, das müsste eigentlich gehört haben, weil ich war auf Block 4 gestanden und haben dann die Lieder Nüssing immer angefeiert. Dieter Nüssing. Und da haben wir immer geklatscht. Und so ist es. Naja, den Dieter habe ich ja dann ganz anders kennengelernt. Das war ja da immer im Sportheim drin, da wo das alte Sportheim noch da war und mit dem Hans Meier und so weiter. Nicht der Hans Meier, sondern der damalige Zeugwart. Und der hat auch Meierkassen. Und da sind wir dann immer ins Lokal gegangen und dann in der Sängerlust vorne, in Zabo und so weiter. Da haben wir uns dann immer schon auf der Straße immer Kaffee Servus. Mit. Genau, Kaffee Schmidt. Das war natürlich unsere Zeit und da haben wir uns schon kennengelernt oder in der Stadt drin oder so. Naja, und mein Herz hat ja schon immer angeschlagen. Ich bin ja da in Altenfurt groß geworden und mit meinem Vater dann da drin an der Bushaltestelle ausgestiegen und war dann in Zabo, der dann auch, und habe selber beim Club dann gespielt. Ja, und so ist die Liebe, die ist ja nie, die hat nie aufgehört. Da könnte man jetzt fast quasi sagen, du hast einen Teil Mitschuld, dass der Club nicht mehr aufgestiegen ist, weil du die Spieler immer zu sehr verhaftet hast am Abend, oder was?
Na, nicht ganz. So ist nicht ganz, weil der hat schon, derjenige, der wo ans Trinken wollte, der hat schon ans Trinken und die anderen, das waren schon richtige. Ich sag, das ist auch heute noch so, der, wo ans Trinken will, der trinkt ans, der braucht ans fürs Bett gehen. Früher, wir haben einen Trainer gehabt, wie beim Felix und so weiter, da hast, am Freitagabend bist du noch um 10 Uhr runter. Und da hast du zwei, drei Bierle getrunken und dann bist du in einen Kahn gegangen. Das, solche Trainer hat es auch gegeben. Ja, stimmt. Der die haben gesagt, da kannst du schön schlafen, da trinkst du noch einen Seidler. Bloß wir haben natürlich, wir sind hocken geblieben, die sind ins Bett und wir haben halt nur 6 nachgehauen. Also du musstest ins Bett, kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Doch, ich musste schon ins Bett. Aber wie ihr sagt, wir durften ein, zwei Bier immer trinken. Wir sind noch, wir haben natürlich keine fortanen Hotels gehabt. Wir sind noch raus auf die Schermshöhe oder zum Igleswirt nach Osternohe. Da gab es halt dann um 11 Uhr noch ein Schinkenbrot und ein Bier und dann sind wir in unser Bett und dann haben wir halt am anderen Tag auch gespielt. Ja. Das war halt doch alles noch ein bisschen amateurhafter, noch nicht so professionell. Gab es keine Fernsehgelder, da gab es nur Zuschauereinnahmen und Mitgliedereinnahmen und der Rest weiß man ja auch, was man verdient hat. Ne? Nachdem du ja viel mit jungen Spielern jetzt beim 1. FC Nürnberg zu tun hast, würdest du wahrscheinlich deinen Gehaltscheck von damals, als du als 18-Jähriger hergekommen bist, mit den heutigen locker eintauschen oder gerne eintauschen? Ja, doch, könnte ich gerne, aber das sind halt auch andere Zeiten, das kann man immer vergleichen. Das in unserer Zeit, das war ja fast Nachkriegszeit, ne? Da ging es halt in Deutschland auch noch nicht so gut. Wie gesagt, eben, der Verein musste leben von Vereinsmitgliedern und Zuschauern, dann gab es vielleicht noch ein paar kleinere Sponsoren, aber dann wurde auch nicht so viel Geld verteilt wie in der heutigen Zeit und man war auch als Spieler viel vereinstreuer, wenn ich an die 61er oder 68er Meistermannschaft denke, wer da war ich mit dem Franz Brunks als Rheinländer und der Cheppiner, wir waren die einzelnen Ausländer. Ja, ist wirklich so. Da waren nur Franken und da war eine Kameradschaft. Fußball spielen konnten sie sowieso alle. Umsonst wären sie auch kein deutscher Meister geworden, hätten im Europapokal gespielt. Aber da war ein ganz anderer Zusammenhalt wie in der heutigen Zeit. Und man kann das nicht mehr vergleichen. Und ich bin froh, dass ich es damals mitmachen konnte mit denen. Heute möchte ich nur mit dem Geld tauschen, sonst mit nichts. Die Wahrnehmung des 1. FC Nürnberg damals, als du hast ja gesagt, dein Vater glühender Clubfan und das immerhin in Koblenz, das ist ja ein Zeichen, der Club war in der damaligen Zeit nicht nur irgendwer, sondern einfach der Club. Beschreib mal, wie ist der da auch wahrgenommen worden außerhalb von Franken? Also im Rheinland, ich kann mich entsinnen, in den 60er Jahren, wo ich dann halt erwachsen geworden bin, als junger Kerl, gab es nur 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg und mit Abstrichen noch der HSV. Sonst Bayern München war im Niemandsland, muss man sagen, was sie alles geschaffen haben. Die sind dann 66 mit Mönchengladbach aufgestiegen. Ne, aber vorher hat man die gar nicht wahrgenommen. Mönchengladbach kannte auch keine Sau. Es waren diese drei Vereine, die in Deutschland führend waren. Der Club hatte schon, wie ich dann kam, praktisch im Grunde genommen ein Internat. Das war der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg, die sowas hatten. Also da sieht man schon die Wertstellung dieser Vereine in den Jahrzehnten, wo wir groß geworden sind. Und da war der Club jemand. Und wie gesagt, Köln und HSV noch, der Rest hat man gar nicht wahrgenommen. Und dann kamst du und dann ging es bergab. Nein, Gott, was ist in der Zeit dann passiert, dass man von so einer überragenden Wahrnehmung dann letztendlich dann immer wieder den Schritt nach unten machen musste? Waren das immer so die jeweils unterschiedlichen Führungen, die da nicht ganz so stringent gearbeitet haben wie andere Vereine? Ja, im Großen und Ganzen ist das ja auch im 1. FC Köln oder am HSV passiert. Also man kann das nicht nur auf Nürnberg reduzieren. Ich sage, das waren alles ehrenamtliche Leute, die den Verein geführt haben. Es gab keine Manager. Das war mehr oder weniger Zufall, wer auch kam, wer zuzog zu den damaligen Zeiten, wen sie geholt haben. War auch kein großes Geld im Spiel. Ich denke, dass ich wirklich von der Wahrnehmung her mit die schlechtesten Jahre überhaupt beim 1. FC Nürnberg von der finanziellen Seite. Und dann auch zweite Liga. Wenn ich denke, wenn wir alles verpflichtet haben, außer zwei Mann in 10 Jahren,
alles aus dem Bayerischen Wald, ohne den Jungs weh zu tun, aber ein Brunnersepp, ein Max Müller, ein Meininger, ein Blösel, deswegen Wahnsinn, mit was wir dann da wieder aussteigen sollten. Das hat nichts gegen die Jungs zu tun, die haben mal Herz gehabt, die haben gekämpft, aber das war halt nicht machbar. Das ist halt nun mal so. Und finanziell, 76 habe ich das ja dann auch erkannt, oder 77, wo dann der Club zu mir kam, hat gesagt, Dieter, wir müssen dich verkaufen, wir können dir nicht mehr zahlen, du bist der Einzige, der eine Ablösesumme einträgt, du musst gehen. Das war im November 76, dann habe ich noch ein bisschen gekämpft, weil ich gerade gebaut hatte in Ungelstetten, Winkelheim, in einem riesen Ort, ne, habe ich einen super Bungalow und großen und 2000 Quadratmeter Grund gehabt, und die Leute kamen dann vom Club und haben gesagt, du musst weg, meine Tochter wurde gerade eingeschult. Ich habe gesagt, ja, spinnt ihr ein bisschen, jetzt habe ich gebaut, jetzt will ich nicht mehr weg, jetzt soll ich auf einmal weg. Aber dann, es ging Wege nicht anders, die waren pleiter, wie pleiter es nicht mehr geht. Das sind in den heutigen Zeiten noch glorreich, und so ging es eben über die 10 Jahre. Und ohne Geld ist im Fußball einfach nichts machbar, das ist halt so. Aber trotz des Wechsels nach Berlin, die Clubliebe ist irgendwie geblieben. Ja, ich bin im Grunde genommen am Anfang relativ ungern gegangen, aber dann bin ich nach Hertha BSC in der Mannschaft gekommen. Das waren alles super Typen, muss ich wirklich sagen. Und wir sind Zweiter geworden, wir sind Dritter geworden in der Bundesliga. Wir waren zweimal im Pokalendspiel, wir waren unter die letzten 4 im UEFA Cup. Also das kann man nicht ohne eine gute Fußballmannschaft, wenn ich die Namen jetzt mal ein paar, Nigbo im Tor, Kleff im Tor, dann hat es gehabt, Kliemann, Sitka, Bär, Granitzer, Christensen, Nüssing. Schiedert, Weiner, Nüssing. Wir hatten eine Bombenmannschaft und auch eine gute Kameradschaft. Und über die 3 Jahre Berlin bin ich im Nachhinein sehr froh. Kann ich mir vorstellen, aber du bist ja dann auch wieder gern nach Franken zurückgekehrt. In wie viel haben da solche Leute wie der Chico zum Beispiel dazu beigetragen, dass du dich hier trotzdem irgendwie wohlgefühlt hast? In Franken habe ich sehr viele Freunde. Das kommt natürlich auch von meinem Naturell. Aber der Chico ist einer derjenigen, den ich schon seit Jahrzehnten kenne und zu dem ich auch immer einen guten Kontakt habe, und bis der Tod uns scheidet. Jawohl, Tilly. Das sind natürlich schon Sachen, wenn man das von einem Ex-Profi oder so mal von so einem guten Kumpel hört und so weiter. Ich bin ja auch stolz auf den Dieter. Und es ist auch immer schön, wenn man mal ein Bier trinkt miteinander, und man merkt ja, wenn einer ein Clubherz hat. Oder der, wo bloß blöd herredet oder sonst irgendwas. Das ist ganz einfach in Fleisch und Blut übergegangen und fertig. Der Dieter macht jetzt über 50 Jahre mit. Ich mache das auch. Also, naja, ich bin auch schon seit meinem 6. Lebensjahr, renne ich da raus, also drum und dran, bin dann auch noch extra nach Zabo gezogen, dass ich nicht so weit habe. Da mit der Fahrerei und so weiter, weißt du, ne? Mit dem Bus und dann mit der U-Bahn, das wollte ich dann nicht mehr. Und jetzt bin ich da hier seit 4 Jahren, wohne jetzt in der Kohlerstraße da, beim Öckler nebendran. Und ich fühle mich sauwohl. Und ich kenne meinen Kaffee Schmidt. Ja, und ich fühle mich sauwohl da. Und muss ganz ehrlich sagen, also, es ist ein Traum, in Zabo überhaupt zu leben. Aber zum Schluss wäre für ihn eine Weltreise. Ja, das ist eine Weltreise. Ich muss immer durch den Wald haben, da habe ich immer Angst. Viele fragen sich draußen, wie wird man Zeugwart beim Bundesligisten? Kommt man da einfach her und kann die Hemden schöner zusammenlegen als andere? Na, das ist eben durch den Stammtisch, wo ich gerade gesagt habe, da drüben ist es eigentlich zustande gekommen. Das hat auch mit dem Handwerklichen ein wenig zu tun. Ich habe halt, wenn irgendeiner von denen irgendwie eine Waschmaschine gekriegt hat, und der hat immer gemeint, das ist ein Kofferradio. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist eine Waschmaschine. Da geht da einer rein. Und da haben halt eh das Geschick so gehabt. Und dann sind wir heute Abend mit meinem Kumpel da hingefahren, haben die Waschmaschine schnell angeschlossen oder Umzüge gemacht oder einen Bilderrahmen schnell hin, weil das mit dem Hämmern war auch nicht so toll. Das war auch besser, hat er besser Fußball gespielt, wäre ein Nagel in die Wände reingehauen. Und so ist das alles ein wenig gekommen, durch den Stammtisch da drüben und der Kugi. Gott hab ihn selig, das war ja der mit dem Fanshop angefangen hat und mit dem VIP-Raum angefangen hat, der hat mich dann eigentlich da reingebracht. Und dann, ich weiß nur, das war dann eine Weihnachtsfeier, da hat der Club dann eine Weihnachtsfeier gehabt, beim Charlie, beim Grestl drum auf der Burg, und der hat mich dann einmal Nachmittag angerufen und hat gesagt, er braucht einen Nikolaus. Und dann habe ich gesagt, Charlie, jetzt hör auf mit der Scheiße, ich mache jetzt da keinen Nikolaus. Aber ich kann dir helfen, habe ich gesagt, ich habe einen. Ich habe meinen Kumpel in Fischbach angerufen und der war wirklich frei.
Dann habe ich gesagt, ich gebe dir jetzt ein paar Tipps noch. Es war nämlich um 2 und um 9, um 8 oder was ist der dann eingelaufen. Und er hat es so schön gemacht, das war ein Traum. Und genau an dem Abend hat der Vorgänger von mir gesagt, er hört auf im Mai. Na, der komme ich gleich, was schon, der Conny, der Kovac. Na, Chico, das kannst du machen, jawohl, haben wir schon, wir haben Nachfolger und so weiter. Ja, jetzt tun wir langsamer wieder, ich kann ja einfach sagen, bin 23 Jahre in meiner Firma und gehe jetzt dann zum Club. Auch noch zu dem Club, wo ich nicht weiß, in 14 Tagen kriegst du einen Papadeckel wieder, ne? Und was der mir das oft war. Und dann, naja, da habe ich das, ich habe nicht lange überlegen brauchen. Aber was bringst du jetzt deiner Frau bei? Ich bin heim gelaufen und habe in der Gustav-Alm-Straße gewohnt. Ich habe nicht mehr gewusst, was hin und vorne ist. Ich kann zum Club, ich kann zum Club. Ja, das habe ich ihr dann am anderen Freitag gesagt. Dann hat sie gesagt, naja, was soll ich jetzt da dazu sagen? Du magst es doch sowieso. Dann habe ich gesagt, Sonja, hast du eigentlich recht. Naja, und so ist es dann gekommen. Und im Mai habe ich dann angefangen. Ja. Ja. Und bis jetzt. Rente. Also 23 Jahre war ich jetzt dabei. Und jetzt mache ich halt nur 450 Euro mäßig und so weiter, von mit meinem Dieter wegen Scouting und mache da wegen. Genau. Besung die alten Fußballer von Dieter seiner Seite her, Kaiserslautern, den Topmüller haben wir besucht erst, haben wir auch ein Gläschen Wein getrunken mit dem. Das war ja ein wenig vor all die Zeiten und so geredet, das macht Spaß. Gab's mal die Situation, wo du gesagt hast, hier will ich nicht mehr? Nein. Nie im Leben. Ich hätte einmal nach Schalke gekannt, weil da hat mein Geschäftskollege oder mein Kollege auch von Schalke, der hat da irgendwie einen Scheiß gebaut. Und dann, ich weiß nicht, wer von uns da in Schalke war. Auf jeden Fall hat er gesagt, ne, da ruft den Chico, der kommt auf Schalke, Schalke und Club ist eins. Aber ich habe gesagt, ne, ich gehe da nie weg, da muss ich mich raushauen dahin. Ich bin ja auch nicht weggegangen, wie wir abgestiegen sind. Das sind viele gegangen, die haben gesagt, ich kann da nicht mehr, unser Masseur ist gegangen, der ist gegangen. Eigentlich war ich ja alleine drunten geguckt. Ganz allein. In der dritten Liga war ich ja ganz allein da drunten. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Dann haben wir eine Geschäftsstelle nicht mehr gehabt. Die ist ja weggekommen, da war die Frau Huth und ich allein. Das Ganze, die ganze Abwicklung ist alles übers Aro-Büro gegangen. Also es war wirklich, ich war komplett allein. Und da habe ich mir gedacht, siehst du das? Die anderen Männer alle gehen und du kannst da hocken bleiben. Naja, das ist, ich habe ja gewusst, dass der Club wieder aufsteigt. Das war mir klar. Ich habe auch zu meinem anderen Kollegen gesagt, habe ich gesagt, Mensch, du musst jetzt nach Berlin, du Deutsche. Ich habe gesagt, bleib da. Scheiß doch auf die paar Mark. Das kriegen wir schon wieder. Aus, Ende. Nächstes Jahr steigen wir wieder auf. Und dann sind wir komplett in die erste Liga aufgestiegen. Das war natürlich überragend. Und haben wir schön feiern können. Da hast du jetzt schon mal wahrscheinlich so mit deine schönsten Zeiten mit angesprochen. Gibt es Spieler, gibt es Situationen, wo du sagst, ey, will ich nie vergessen, so, wer ist der verrückteste Spieler gewesen? Ach du liebe Gott, wer war der verrückteste Spieler? Die verrückteste Mannschaft, das war die Zimmermannschaft, glaube ich. Mit Ziric und Drillo. Richter und Drille. Das war, glaube ich, das war die verrückteste Mannschaft. Ja, die verrückteste, aber auch. Feinbier. Feinbier dazu, das waren lauter Chaoten. Aber überragende Chaoten, es war trotzdem Arschi und auch aufgestiegen. Schön zusammen. Mit 8-mal 1-0 gewonnen beim Felix, überragend. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir mit der Truppe aufsteigen. Aber wie gesagt, Kameradschaft hilft, aber ganz gewaltig. Brauchst nicht so gut Fußball spielen, aber wenn die zusammenhalten und gehen raus, die 18, die wo mit auf der Bank auch noch mithocken, wenn die zusammenhalten, kannst du Berge versetzen. Der übelste Schatz, den sie dir mitgespielt haben. Mir mitgespielt haben? Ach du Scheiße, was war das? Das war die Fußballshow, glaube ich, vom. Mensch, was war das? Eigentlich waren es die Schiedsrichter. Eigentlich waren es die Schiri, die Blinden. Weil es mir. In Gladbach haben sie mir mal mit einem Depp haben sie mich spielen lassen. Weil die. Ich war nicht farbblind, die waren farbblind. Die haben Rot und Grau nicht unterscheiden können, weil die. Die haben da so, die Gladbacher, was haben die für Streifen da drin gehabt? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gehe ich lieber, zeige das, sagt er nicht mehr, so kannst du nicht spielen. Nee, die beiden in die Hosen geschissen. Na, sag ich, warum kann ich so? Ich habe nichts anderes dabei. Na, der hat gesagt, ja, das kann ich nicht unterscheiden. Und der Linienrichter, ah, na, es geht nicht, wenn der zu weit fuhr. Ja, so, was soll ich jetzt machen? Ja, hat er gesagt, man muss da stutzen vor die Gladbacher Leier. Habe ich gesagt, auf keinen Fall. Da bin ich zum Manager, ich weiß gar nicht, wer der Manager war. Nein, dann haben wir es ganz anders, dann haben wir Tapes rumgemacht
jeder und dem noch mal mit so Streifen, mit so Ringerler gespielt. Das war mal, da habe ich ja Massen in die Hosen geschissen. Da bist du neu dabei, verstehst du, noch kommst wo hin. Oder zweimal mit Leibchen schon gespielt. In Cottbus habe ich schon mal mit Leibler gespielt, weil die Schiri einen Schlag gehabt haben. Und in Alena, bloß die zwei Spiele habe ich gewonnen. Einmal im Pokal gekommen und in Cottbus hat der Bader zu mir gesagt, Chico, ich hänge dir an die Wände. Hat er gesagt, wenn, so, du brauchst keine Angst haben, habe ich gesagt. Wir gewinnen das Spiel, weil in allen habe ich auch damals gewonnen und tatsächlich haben wir gewonnen. Bloß ich war wirklich zweimal unschuldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, die Schiri waren damals farbenblind, aber wir haben sie halt ein wenig viel eingebildet. Ne? Und jetzt geht ja das auch wieder ganz anders. Jetzt wird ja das im Vorfeld schon mit Computer gemacht und allem. Und du musst dir vor der Saison deine drei Dinge eingeben, deine drei Trikot-Einheiten eingeben, deine Torwart eingeben. Du musst ja alles im Vorfeld schon machen. Naja. Aber Kabinenspäße würde mich mal interessieren. Gab es da Spieler, die dich mal so richtig schön gerollt haben? Naja, Kabinenspäße, das war halt immer nach dem Abstieg oder nach dem Aufstieg oder so. Da bist du dann schon mal reingeschmissen worden ins Wasser. Das war dir nicht wurscht, was du angehabt hast. Ne? Oder im Trainingslager bist du schön mal vorbeigelaufen und hast geschaut, was die so machen. Oder raus, der Trainer hat gesagt, heute, wir gingen eine halbe Stunde eher weg. Ja, dann waren die heraus aus dem Wasser und ich war drinnen gelegen. Mit den Trainingsklamotten, mit allem. Naja, also das waren schon Sachen, die musst du halt, die vergisst nicht und das war auch immer schön. Mal sagen, egal was da war. Die anderen Sachen kann ich nicht so erzählen, weil wir haben schon andere Sachen auch gehabt. Jetzt im Trainingslager, wenn wir mal einen Schlüssel vergessen haben, früh um drei. Also die Spieler waren schon im Bett. Bloß mir, der eine oder andere Masseur, wo dabei war, der hat auch ein wenig zu viel getrunken gehabt. Dann habe ich gesagt, jetzt kommen wir nicht mehr rein, Schei. Der schläft, der schnarcht, der Portier da hinten drinnen. Na, da kommen wir schon rein. Dann habe ich gesagt, wie willst du jetzt da? Hat er gesagt, komm her, hat er gesagt, wenn ein Streichpickel gemacht, dann ist der die Rinne ist der nachgeklettert. Und ich habe eine Angst gehabt, dass der die Rinne rausreißt. Aber der ist bis in den zweiten Stock nachgeklettert. Nein, in seinen Balkon. Da war der offen, die Tür offen, runter. Dann hat er den erst einmal geweckt. Und dann sind wir wieder rein. Ja, ja, das waren schon schöne Zeiten. Tun wir wieder. Den Rippenbruch, den ich vorhin angesprochen habe, kannst du nur daran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern, zumindest, dass du danach ein bisschen geklagt hast. Ich kann mich daran erinnern, ja. Ich wäre bei der Steckdose. Wenn ich den Ding da nicht drin gehabt hätte, hat mir die Rippen gebrochen. Und hat mich dann praktisch, ich war ja mit dem Gesicht im Rasen drin. Und das hat mir das Leben gerettet. Ich habe nicht mehr schnaufen können. Und es ist immer schwerer geworden. Am Anfang waren es drei und dann waren 15 Mann auf mir drauf gelegen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen muss. Wir müssen natürlich kurz konnte auch nicht mehr schreien. Ja, wo waren das? In Augsburg, wo wir aufgestiegen sind. Ach ja. Nein, ja, die Klassiker. Oder? Die Klassikalten. Klassikalten, halt sowas. Ja, Relegation. Genau. Cottbus war das. Relegation war es, genau. Wahnsinn. Ne. Was da ist, Mietmax, gell? Dieter, du hast viel mit den Nachwuchskräften in dem Verein zu tun. Wie erzieht man die, dass die auch so ein bisschen spitzbübisch werden oder will man das eigentlich gar nicht mehr so? Doch, das will man schon, weil ohne Spitzbübigkeit wird man auch kein guter Fußballer. Aber ich sag, wir haben immer in jeder Mannschaft 2, 3, 4, die wir durchstechen können. Wir haben nicht mehr diese Spitzenmannschaften, weil das Geschäft sich auch verschoben hat, weil das wirklich nur noch rein ums Geld geht. In den letzten 4 Jahren haben sie uns 25 Mann weggenommen zwischen U14 und U17. Und diese Qualität von Spielern kriegst du natürlich dann immer her. Und dann irgendwann steigt doch mal wieder die B oder A und ab, wie das bei der ersten Mannschaft auch ist. Wenn du, Fußball wird heute nur noch von Geld regiert. Für mich bist du die Trüffelnase des Vereins. Die Spürnase, du siehst bei 12, 13, 14, 15, 16, 17-Jährigen, egal welches Alter, ob Talent dahinter steckt oder nicht. Wie kriegt man da den Blick dafür? Ja, das ist halt, weil von klein, ich habe mit 6 Jahren angefangen im Verein Fußball zu spielen und habe das durchgemacht jetzt bis 68. Also ich bin 62 Jahre im Geschäft, egal in welcher Liga. Aber man dadurch kriegt man ein Blick und ein Gespür und Menschenkenntnis gehört auch dazu. Was traut man dem zu? Wie kann man den packen,
dass er noch mehr bringt. Ich denke, aber das habe ich nicht gelernt, das liegt irgendwie in meinem Naturell, da kann ich nichts dafür. Aber ich denke, wir haben da schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viele gute Jugendspieler hier rekrutiert für den ersten FCN. Und wenn sie nicht bei uns geblieben sind, dann haben wir auch eine gescheite Ablöse dafür gekriegt. Bunte Schuh, würde mich mal interessieren. Dein Thema dazu, als du angefangen hast, gab es nur schwarz. Ja, genau, und ich stehe doch, auch heute ist mir schwarz-weiß, Adidas oder Puma, ist egal welche Marke, aber schwarz und mit der weißen Streifen oder die drei Streifen, das ist mein Ding. Und es kommt ja nur die Fußballschuhe an. Heute schaut einer, wenn ich da manche sehe, mit grünen und rosé und solche Farben, also da muss man sich schon seine Gedanken machen. Chico, wie war es für dich als Betreuer, wenn auf einmal die Kästen oder die Boxen von den Ausrüstern auf einmal immer größer geworden sind? Wie lief das dann am Schluss ab? Bei schwarzen Schuhen ist einfach, braucht man bloß die Größe angeben. Ja, das ist natürlich mit der Mode und das ist Geschäftssache für Adidas oder von Nike oder egal, wer die Hersteller sind. Nike hat es existiert, dass man mit farbigen Fußballschuhen und dann das Gewicht, die immer bloß nur 180 Gramm. Das ist natürlich alles immer mehr übertrieben worden, dann hast du rote, dann hast du blaue und jetzt hast du das. Jetzt, heute habe ich gesehen, ist der neue Adidas gekommen, der ist ganz in Gold, sogar unten die Sohle ist Gold. Ich bin dann zerschrocken, wie ich reingegangen bin. Und naja, die haben ja, und die Spieler haben alle einen Knall. Die, früher hast du halt eine, zwei paar Fußballer, der Ziric zum Beispiel, seine Schuhe habe ich, glaube ich, 10-mal beim Schuster gehabt. Der wollte gar keinen anderen. Den haben wir zusammengenogelt wieder, zusammen mit dem zusammenbunden. Der wollte gar keinen anderen. Den nehmen wir 4 Stück zum Spiel mit. Du brauchst jetzt schon fast 2 solche Koffer. Aber der kann bloß mit einem Paar spielen. Was will denn mit 4 Paar dabei? 2 lassen wir eingehen, wenn einmal was kaputt wird oder was, dass er einen zweiten hat. Aber 4 Paar Fußball schon. Wetterumsprung. Ja. Ich bin ja froh, dass ich da hinten mitdenkt habe. Weil sonst kennt der seine Show draußen irgendwo, Schuhlocher im Freien, in der Garage, kennt das nicht. Muss doch mal schauen, das ist garantiert, solange wie die Vento hat jeder, das sind bestimmt 2,5 Meter hat jeder, wo er seine Schuhe ablegen kann. Und das reicht nicht, weil er seine Laufschuhe und seine normalen Ausgehschuhe, die hat er hinten in der Kabine. Ich dachte, das ist verrückt, das ist aber Geschäftssache. Jetzt, da ist nichts. Die eine verrückte Geschichte, die andere, die Frisuren werden immer stringenter und die Kopfhörer, wenn man Leute aus dem Mannschaftsbus steigen sieht, immer größer. Auch ein Trend der Zeit? Da muss ich auch sagen, naja gut, der eine braucht das, der andere das. Ich weiß gar nicht, ob das immer alles eingeschalten ist, der ganze Mist. Der eine läuft mit solchen Lappen da raus vom Bus und allem drum und dran. Bei uns ist halt die Hymne nochmal rein, kurz bevor wir da waren, rufen wir die Hymne rein nochmal. Vom Stadion rein. Und sind wir raus aus dem Bus und jetzt geht's ab, Männer. Und da hat jeder das Handy und da und da und da und dann schaust, teilweise in der Kabine, der setzt bei mir aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann mit ihren solchen, wir haben ja solche Kofferradio jetzt dabei. Nur noch mal das kleine Handy von einer reingesteckt und dann geht's ab. Aber frag nicht weh. In der Kabine davon, beim Gegner rumpelt's wie die Sau, da hinten rumpelt's. Da verstehst du ein eigenes Wort nicht mehr. Ist doch keine Vorbereitung für. Also ich mache ganz ehrlich so. Aber stell dir vor, es sind jetzt 3 dabei, die wollen das gar nicht. Und die anderen rummeln da drin herum oder haben ihr Ding noch auf ihren Kopfhörer. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hat er seine Mutter drauf oder der was, hat dann dem was vorgesungen oder ein Gute-Nacht-Lied oder was. Ja, manchmal mache ich es. Manchmal mache ich das wirklich. Das gibt's doch nicht. Ich mache mich doch mit meinem Kumpel unterhalten, wenn wir jetzt dann rausgehen und zählen ein paar oder was, oder machen das oder das. Null, die haben ihren Hörer da drauf und fertig. Also das weiß nicht, meins ist nicht. Müsst im Jugendbereich zusätzliche Trainingseinheiten geben, Schafkopfen mal wieder? Ihr konntet es ja noch. Also du eher Skat. Nein, ich habe nie gekartet. Also ich habe nie gekartet und das muss auch nicht sein, aber hier in Franken, ich kann mich an die Alten erinnern, da wurde halt Schafskopf gespielt. Ja. Das ist halt so im Bus, da bist du halt 7 Stunden gefahren und da wurde gekattelt. Ich habe das nie gelernt, ich habe auch nicht gepokert, Gott sei Dank. Ich brauche kein Kartenspiel. Du bist froh, wenn die Kugel läuft auf dem Feld. Ja. Du wirst weiter hoffentlich in den nächsten noch 50, 60, 70 Jahren die besten Jugendspieler hierher nach Nürnberg bringen. Du wirst gucken,
dass in den Kabinen immer noch alles schön gepflegt ist. Und wir von CFTV werden natürlich gucken, was ihr beide dabei so macht. Und ich hoffe, dass wir uns regelmäßig immer mal wieder treffen, ein paar alte Geschichten ausgraben, ein bisschen aufs Neue, Moderne schauen, was passiert jetzt so gerade. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz riesig. Chico Vogt, Dieter Nüssing. Danke. Danke auch. Wir danken auch. Wir danken auch.